Ob ich eher Kopf- oder Handmensch bin? Sowohl als auch, ich kann mich nie entscheiden. Ich habe mich schon als Kleiner können entscheiden. Misserfolg im Handwerk. Wenn mal etwas nicht funktioniert mit den Händen, dann... Das hat mich schon etwas zur Verzweiflung getrieben. Ich bin, glaube ich, recht hartnäckig. Es gibt auch Momente, wo ich auch aufgebe. Scheisse schon gerade recht an. Und dann kann meistens die Freundin die halbe Nacht nicht schlafen, weil ich dauernd die Keller ab, diesen Tool holen oder das holen. Wie lange herumgeschaut, wo sind die richtigen Winkel, dass man eben die Zelt gut aufstellen kann und so. Für ein Fenster selber neue Rahmen gemacht, die alles schön einpasst. Das waren sowieso freischwebende Regale, wo man einfach nur das Regal direkt hat, an die Wand da. Scharnier angemacht, wie die kleinen Fehlläden und alles perfekt. Um dann zu merken, dass es so weit hoch ist, zum Beispiel in den Bäumen, dass man gar nicht mehr raufkommt. Dann schaffe ich das immer, dass das irgendwie zu lang, zu kurz, zu schräg oder kaputt geht oder sprengt oder was auch immer. Man hat schon das Belohnungsgefühl gehabt, wow, die Wand selber die Regale aufgemacht, wunderschön. Und dann haben wir abgestellt, umgekehrt und die Schiebe kaputt. Das hat dann so einen kleinen Dominoeffekt gegeben von oben ab. Ich glaube, sehr ungeschickt bin ich, wenn ich mein Velo trüllen muss, um den Schlauch zu wechseln.